liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun befinde ich mich doch im wunderbaren Österreich und möchte eigentlich gerne dieses wunderschöne, neblige Landschaft genießen, bevor ich nachher mir meinen Bauch vollstopfe. Aber jetzt überschlagen sich die Ereignisse, weil narzisstisch veranlagte, mediengeile Menschen narzisstische, mediengeile Dinge tun. Genauer, konkreter geht es darum, dieses Mal um Sania Ametti. Sie ist Präsidentin von Operation Libero, ist bei der Grünen-Liberalen Partei dabei und ist somit definitiv auf der linken Seite der politischen Debatte einzuordnen. Und sie ist darum natürlich auch Sinnbild dafür, für die Unterdrücker. Die Unterdrücker wollen unsere Rede und Meinungsfreiheit um jeden Preis bekämpfen. Alles, was wir tun, jede legitime Kritik am System, wird als Hass und Hetze verunglimpft. Und es wird aufgefordert, dass unsere Kanäle, wie meiner zum Beispiel, gesperrt werden, dass wir strafrechtlich verfolgt werden, dass Leuten wie mir keine Plattform gegeben werden darf und so weiter. Ich selber bin mit Ametti habe noch nicht die Klingen gekreuzt, habe auch kein großes Bedürfnis. Aber was sie jetzt gemacht hat, was sie vor ein paar Jahren gemacht hat, war wirklich schlimm, weil sie hat wirklich die zur Diskriminierung von Ungeimpften aufgerufen. Und das in einer Nachhaltigkeit im Schweizer Fernsehen, dass einem anständigen Menschen wirklich der Brechreiz hochgestiegen ist. Das ist nun aber alles längere Zeit vorbei und vergessen ist es nicht, aber ein Stück weit einfach wie vieles ist es mal auf Eis gelegt und es war vergessen. Und jetzt kommt also dieser weibliche Rimoldi, so nenne ich sie, hochattraktiv, sich sehr mögend und sehr, sehr medienwirksam, hat nun etwas publiziert und zwar steht sie am Fuß einer Treppe und scheint eine Waffe zu benutzen. Und diese Waffe richtet sie auf ein Marienbild mit Jesus. Also sie schießt quasi Jesus und Maria damit in den Kopf, warum? Man weiß es nicht. Leute haben auf jeden Fall nachher eben gesagt, schaut mal her, Sputin zum Beispiel und unser liebster Kritiker, der hat gesagt, schaut her, wenn man es mit den Christen macht, dann ist es ganz, ganz schlimm, aber sonst nicht. Und da muss man sagen, einen kleinen Punkt hat er. Also zum Beispiel, wir haben uns das immer, ich als ehemaliger Freidenker, ich habe natürlich eine ganz klare Meinung, man darf das tun, man darf auch den Koran verbrennen, aber nur weil man das tun darf, heißt es nicht, dass man es tun muss. Weil es einfach, ich mich frage, was soll es, gewisse Leute einfach vor den Kopf zu stoßen, nur damit man Leute vor den Kopf gestoßen hat. Beim Koranverbrennen würde ich es jetzt ein Stück weit verstehen, weil es darum geht, seine Meinung äußern zu dürfen. Und man sollte urteilen können, dass ein Buch scheiße ist. Und so wie ich sagen darf, dass die Bibel scheiße ist, wie ich auch sagen können, dass der Koran scheiße ist, ob ich deswegen gerade das Buch verbrennen muss, am Schluss, wenn es mein Buch ist, warum nicht? Aber eben, warum sollte man es tun? Warum will man sich in Lebensgefahr begeben? Das würde man nämlich auch tun, wenn man sich wenn man den Koran verbrennen würde. Keine Lebensgefahr droht Sania Ametti, weil sie selber, Sania Ametti, weil sie, weil wir Christen, damit meine ich nicht mich, ich bin Atheist, aber sagen wir, Leute im christlichen Umfeld, wir haben das überwunden, das Mittelalter. Wir haben die Hexenverfolgungen überwunden. Und dessen muss sich sehr, sehr gewahr gewesen sein. Darum hat auch sie nicht auf eine Mohammed-Karikatur geschossen. Wobei das ja dann wahrscheinlich wieder Anklang fände. Sie hat nicht auf Mohammed geschossen, von dem es ja keine Abzeichnungen oder keine Zeichnungen, keine Bilder geben darf nach religiösem Recht der Muslime. Sondern sie hat auf Jesus und Maria geschossen. Und da hat jetzt also Nicolas Rimoldi bereits Strafanzeige angereicht. Und ich verstehe natürlich, dass man die Schwächen des Gegners ausnutzen will. Es ist auch legitim, sich des Strafapparates zu bevollmächtigen, oder? Und den zu
den zu benutzen, wenn es den eigenen politischen Anliegen dient. Mir selber, mir käme es nicht auf die Idee, das zu tun. Aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist, dass ich die Polizei nicht in Dingen oder auch die Staatswirtschaften nicht mit Dingen beschäftigen will, die eigentlich etwas tun, was ich verurteile. In diesem Fall wäre das eben die Redefreiheit einschränken. Nach amerikanischem Gesetz, nach erstem Amendment der amerikanischen Verfassung, wäre es absolut von der Freiheit der Meinung gedeckt, dass man zum Beispiel amerikanische Flaggen oder andere Flaggen anzündet, auch israelische Flaggen darf man in den USA meines Wissens anzünden. Man darf Koran verbrennen, man darf auf Jesus schießen. Das ist alles okay, wenn niemand zu Schaden kommt, oder? Wobei es eben auch dort ganz große Bestrebungen gibt, dass solches unter Hass und Hetze fällt und dann eben ein Dammbruch geschieht, eine sogenannte Slippery Slope, also ein schlüpfriger Abhang, dass wenn man mal anfängt, solchen Mist zu verurteilen oder Gesetze zu verfolgen, dann wird es immer enger und enger. Das haben wir in der Schweiz gesehen, am Anfang mit dem Rassismusgesetz, dass man dann auf Homosexuelle und so weiter ausgedehnt hat. Und mittlerweile wird man schon strafrechtlich verurteilt, wenn man nur schon mit einer gewissen Ungeschicklichkeit verteidigt, dass es lediglich zwei Geschlechter gibt. So geschehen bei einem Menschen, der formuliert hat, dass wenn man später einmal die LGBTQ-Leute ausgräbt, dass man dann das noch feststellen wird, in ein paar hundert Jahren, dass auch diese Skelette nur männlich oder weiblich waren. Dafür wurde jemand in der Schweiz mit rund 5000 Franken gebüßt, also Buße und Gerichtsverfahren und so weiter. Also völliger Irrsinn und ich bin absolut dagegen. Ich bin absolut dagegen, dass man solche Dinge, dass es solche Vorteilungen gibt. Das ist einfach der absolute Irrsinn, dass man seine eigene Meinung nicht so aussprechen darf. Bei Ametti freut es mich aber trotzdem wieder ein bisschen, weil ich finde, sollen sie doch nur so viel von der eigenen Medizin saufen, wie es nur geht? Sollen sie merken, wie irre das ist? Und vor allem, wenn man dann von Hass und Hetze reden will, würde ich sagen, ja, auf den Gottessohn zu schießen und auf die Mutter Maria zu schießen, das ist dann schon die Verbreitung, ein ziemlich deutlicher Ausdruck von Hass und Hetze, Anstachelung, oder man könnte fast sagen, es stört den Landfrieden, oder? Und da könnte man jetzt schon sagen, in diesem Fall könnte man ja sagen, da ist eine Verurteilung gerechtfertigt. Ich bin, wie gesagt, dagegen. Ich finde, der Paragraph 261 ist es, glaube ich, der gehört ersatzlos gestrichen. Religiöse Gefühle zu verletzen ist kein Straftatbestand, sonst wären ganz, ganz viele, darf keiner sein, ist wahrscheinlich auch keiner, weil es gab schon unzählige humoristische Witze. Ich habe in meiner Zeit als Freidenker, Präsident Sektion Ostschweiz, als Padre Benedetto unglaublich harte religiöse Witze auf Kosten der Katholiken gemacht. Also von Kinderpenetrationen durch katholische Priester und so weiter. Ich habe über Jesus Witze gemacht, wobei ich schon vor allem auf den Priesterstand mich fokussiert habe. Auf jeden Fall, das ist gut so. Man soll das dürfen. Und die Menschen müssen das aushalten. Wer Amettis Foto, wie sie auf Jesus schießt, nicht aushält, der kann einfach sie sperren auf Instagram. Ist jetzt aber nicht mehr nötig, weil sie hat das Bild selber gelöscht und sie ist selber quasi zu Kreuz gekrochen und hat sich aufrichtig entschuldigt. Ob es glaubhaft ist oder nicht, muss jeder selber wissen. Wahrscheinlich hat sie vor allem gemerkt, dass sie wirklich hier Scheiße gebaut hat mit ihrem, aus meiner Sicht, ganz klaren Narzissmus und Mediengeilheit. Ich entdecke da schon gewisse Parallelen zu Leuten nicht. Also Rimoldi möchte keinen Narzissmus, ja, ich möchte ihn auch nicht freisprechen. Aber auf jeden Fall, während Rimoldi halt wirklich für die gute Sache eingetreten ist, für die Freiheit, ist der Ametti immer und immer wieder für die Unfreiheit, für höhere Steuern, für große Einschränkungen von Ungeimpften und so weiter eingetreten. Und aus diesem Fall würde ich sagen, manchmal ist es gut, Leute in seinen eigenen Reihen zu haben, die solche Tendenzen haben, die eben Gas geben, die sich durch nichts bremsen lassen, die richtig eifrig bei der Sache sind. Ich zähle mich da selber hoffentlich auch gerechtermaßen auf diese Seite. Im Fall von Ametti ist es einfach so, dass sie auf der falschen Seite steht. Oder? Und
Aber am Ende kann man sagen, ist das innerhalb der politischen Debatte natürlich Geschmackssache, wer auf der richtigen oder falschen Seite steht. Bei mir ist es ganz klar, wer Freiheiten der Bürger vor allem unnötigerweise begrenzen will, nur damit sie ihre Macht selber ausbauen können, und das ist ja durch diese Sperren, die dadurch auf Facebook und anderen Plattformen wie YouTube passiert, der Fall, das ist nicht verteidigungswürdig. Und darum ist auch Ametti nicht verteidigungswürdig, sondern man könnte jetzt einfach lachen am Rand zuschauen und hoffen, dass sie verurteilt wird. Und genau das mache ich ein Stück weit. Ich hoffe, ich finde es gut, dass Rimoldi diese... Ich würde es nicht machen selber, aber wenn Rimoldi und vielleicht auch ein paar Dutzend andere, damit es ein bisschen Gewicht gibt, zum Polizeiposten gehen und Strafanzeige gegen Ametti einreichen, dann fände ich das gut. Und zwar nicht darum, weil ich es gut finde per se, sondern darum, weil eben die Gegenseite genau dasselbe macht, wenn wir die LGBT, die Vogue-Psychosekte harsch kritisieren, dann muss man da mit Strafanzeigen und Tausenden von Franken Verfahrenskosten rechnen. Und das ist natürlich total scheiße. Man könnte es einfach hinnehmen und sagen, wir machen es besser. Wir machen nicht mit bei dieser Cancel Culture. Aber ich habe gesehen, in Amerika, beim Bud Light Beer zum Beispiel oder im Fall von Harley Davidson, dass Cancel Culture eben schon wirkt, dass wenn sie intensiv genug, nicht nur Cancel Culture, sondern eben auch die Gegenreaktion auf diese Cancel Culture, indem man mit Cancel Culture auf Cancel Culture reagiert als Konservativer, dass das am Ende eben auch Früchte tragen kann. Und darum bin ich da relativ gleichmütig. Die Welt wird sich weiterdrehen. Ametti wird jetzt vor der Polizeiposten wahrscheinlich dann treten müssen und vor der Staatsanwaltschaft und sagen, was sich dabei gedacht hat. Interessanter könnte die Frage sein, wo sie denn hier geschossen hat. Es sieht nicht aus wie ein Schießstand. Sie steht am Fuß einer Treppe. Und wenn diese Treppe sich in der Schweiz befindet, was aber bewiesen werden muss, dann könnte sie auch noch gegen Waffenrecht verstoßen haben. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Und da bin ich auch emotionslos, wenn es eine Verurteilung gäbe. Ich bin sowieso recht emotionslos, was eine Verurteilung ergibt. Da muss ich sagen, ich verstehe alle Leute, die meinen Kanal schauen und nicht meine Meinung teilen. Die finden, nein, die gehört bestraft und so. Jesus zu erschießen ist uncool. Der ist schon mal umgebracht worden und ein zweites Mal, das hat er wirklich nicht verdient. Aber das ist das Recht auf deine eigene Meinung und ich finde es auch gut, wenn du eine andere Meinung vertrittst. Bei mir ist einfach die Freiheit des Einzelnen an oberster Stelle und ich finde, der Staat sollte sich nur dort einmischen, wo wirklich Leib und Leben gefährdet wird, wo wirklich zum Beispiel Eigentum gestohlen wird, wo wirklich schlimme Dinge passieren oder wo der Staat für die Gerechtigkeit sorgen muss. Aber er muss nicht Gefühle verteidigen von anderen, die sich in den allermeisten Fällen ja gar nicht wirklich für diese Gefühle, gar nicht betroffen fühlen. Ich würde sagen, die allerwenigsten Leute, die jetzt sich da empören über Ametti, sind regelmäßige Kirchgänger, sondern sie nutzen die Chance, um diese Empörung für die eigenen politischen Bestrebungen quasi auszunutzen und vielleicht auch ihren Frustrationen ein Stück weit freien Lauf zu lassen. Beides legitim, finde ich. Ich gehöre einfach nicht dazu. So, das war's. Ja. Darf ich noch sagen, dass Sanja Ametti unglaublich gut aussieht. Außen, innen ist es weniger schön. So muss man mutmaßen, wenn man hört, was sie alles verlautbart. Und dann merkt man, wie ungerecht Schönheit verteilt ist. Wobei ich bei richtigem Dämmerlicht ja auch nicht so scheiße aussehe. Und mit diesem narzisstischen, selbstverliebten Kommentar, der belegt, dass ich genau im gleichen Krankenhaus liege wie Ametti und Rimoldi, verabschiede ich mich in guten Abend, in gute Nacht. Tschüss miteinander.